In den Regenwäldern des Kongo. In den Mangrovensümpfen Floridas oder im arktischen Meer. Seine Expeditionen sind legendär. Ein Schritt in die Urzeit. Hunderte, Tausende der bis zu 1,5 Meter langen Echsen leben in dieser menschenfeindlichen Landschaft. Geschöpfe, die an versunkene Epochen erinnern. Mit 2 Hundeschlitten ziehen wir weiter nach Norden. Um uns vor Tauwasser auf dem Eis zu schützen, haben wir Boote auf unsere Schlitten geschnallt. Die Eskimos haben ihre besten Hunde ausgesucht. In Rudelbespannung ziehen sie die schwer beladenen Schlitten. Vor uns liegt eine der klimatisch härtesten, aber zugleich spannendsten Expeditionen, die wir bisher unternommen haben. Zwischen den wild wuchernden Bananenstauden und dem Zuckerrohr leben die Gorillas, die wahren Herrscher des Urwaldes. Das alte Gorillamännchen scheint behelmt. Seine Intelligenz, seine Stärke und seine Gewandtheit sichern ihm ein unangefochtenes Dasein und machen ihn zum gefürchtetsten Tier des Urwaldes. Sielmann wird zum Markenzeichen der Expeditionen ins Tierreich vom NDR und des deutschen Fernsehens auch im Ausland. In den 70er und 80er Jahren erklärt er den Zuschauern die weite Welt. Er wird zunehmend nachdenklich. Die unglaublich reiche Natur seiner Jugendzeit verschwindet zusehends. Er ist erschüttert, wenn er an Drehorte nach Jahrzehnten wieder zurückkehrt. Seine Worte klingen heute so aktuell wie damals. Zu viele Tiere, Pflanzen sind in der Zeit meines Lebens bereits unwiderruflich von dieser Erde verschwunden. Die Natur wird immer mehr zu einer übervölkerten Zivilisationslandschaft und dagegen müssen wir kämpfen. Denn sonst wird das bereits eng gewordene Raumschiff Erde auch für uns Menschen unbewohnbar.